Ja, hier sind wir wieder hier im Biercafé West. Junit ist wieder am Start, ich bin am Start und drei Biere sind am Start. Beim letzten Mal habe ich einen Fehler gemacht, weil eigentlich habe ich mir so schon überlegt gehabt, denn wir hatten Nürnberg, Frankfurt und dann hatten wir auch noch aus dem Kasten, den Junit mitgebracht hat, noch einen Stuttgarter. Da habe ich aber leider falsch gegriffen, aber dafür haben wir den Stuttgarter heute in die Mitte einsortiert. Ich glaube, das ist auch die Reihenfolge, die wir heute haben werden. Das ist einmal das La. Oh Gott, das ist ein schwieriges Ding. Labiratorium Hell. Ein helles, logischerweise. Schöne Geschichte übrigens drauf. Die kannst du gleich vorlesen, wenn du Lust hast. Versuchen wir. So. Dann haben wir ein Stuttgarter Bier. Sieht halt auch aus wie das Trikot vom VfL Stuttgart. Mit dem roten Brustkranz. Und 0711 ist, glaube ich, die Vorwahl von Stuttgart gewesen. Super. Oder ist immer noch. Ist Ne? Also ja, ich immer verwechsel auch gerne mal Vorwahl mit noch. Postleitzahlen. Genau, es ist ein Kellerpilz. Okay. Oh, da bin ich schon interessant. Und am Ende dachte ich mal, was Schönes, könnte auch ein Spitzname für dich sein, der Schokobär. Ist ein Wieso Schoko-Stout. Schokobär? Weiß ich nicht, wollte was Witziges sagen. Ja, ich bin Schokobär, oder? Ja, uff, du bist ein Bär. Ja. Ich wollte nur witzig sein, ist egal. Ist ein Schokobär, ist ein Stout. Und Stout ist, glaube ich, nicht so deins, oder? Kommt drauf an. Kommt Also, drauf. da bin ich aber wirklich gespannt, weil der hat jede Menge Awards abgeräumt. Genau, Gold und Platin hier. Gold, Also Platin. gesteigert. 2016 Gold, 2017 Platin bei. Muss ich mal genau lesen. Beim International Craft Beer Award. Also, da bin ich gespannt. Also, über die habe ich mir mal ein bisschen recherchiert. Die haben viele Produkte und auch viele Produkte, die halt einen Award bekommen haben. Und das ist einer der Biere, die den meisten Awards bekommen hat. Genau, und auch eine gute Sache, die sind auch gegen Massenbierhaltung. Das finde ich auch gut. So, Ja. fangen wir mit dem Labiratorium an. Hell. Ich soll es jetzt lesen. Im Mittelalter war Brot und Bier Grundnahrungsmittel. Dein Großvater trank das als Erfrischung bei Feldarbeit, dein Vater trank das mittags zu Mutters guter Küche und du wirst diese Tradition nicht brechen. Ein helles gehört einfach dazu. Von Anfang bis Ende verspricht dieses Bier volles Leben. Ja, finde ich so eine schöne Geschichte. Ich glaube, es ist relativ allgemein gehalten. Wir im Ruhrgebiet haben, glaube ich, auch immer relativ früh schon Bier getrunken. Thema Frühschoppen und Co. Stichwort: Es ist nie zu früh für ein helles. Genau, dann mach doch mal auf. Sieht wie Dings aus. Medusa. Aber in männlicher Form. In männlich mit einem Garten auf dem Kopf. Nein, Hopfen. Ach, Hopfen. Ja. So. Heute darf ich dich mal verwöhnen. Wie viel Prozent haben wir? Aus Cottbus, 4,8. Aus Cottbus? Interessant. Wie ist das in den Kasten aus dem Frankenland gekommen? Hat er mir heimlich reingetan, glaube ich. Naja, ist halt relativ trübes Bier. Ein trübes, helles, möchte ich mal sagen. Also habe ich schon durchaus helle gesehen. Extrem trüb. Schön. Also, Aroma ist super. Ich vermute sogar, es wird mir sehr gefallen. Ich rieche gar nichts, ich bin immer noch erkältet. Also ich rieche hier wirklich nichts. Also ich rieche sehr viel Hopfen. Vielleicht auch deshalb hier so viel Hopfen statt Schlangen. Okay, genau. Der Kollege hat wirklich Hopfen hier auf dem Kopf. Ich muss es probieren. Okay. Es riecht und schmeckt genauso. Genau, das schmeckt nicht wie ein helles. Also nicht wie was für mich ein helles ist. Ein helles, was sehr hopfig ist, würde ich sagen.
Ja, dann ist aber für mich auch kein helles mehr eigentlich. Ich habe einen Tegernseher gehabt, irgendwie vor ein paar Stunden. Zu Hause, als ich hier losgefahren bin. Das hatte ich noch im Kühlschrank. Das ist halt das klassische Helle für mich. Es ist etwas anders, aber auf jeden Fall. Ich finde schon, dass es gut schmeckt. Ist aber halt eine Mogelpackung. Also es verspricht mir eigentlich was anderes. Oder... Es ist schwierig. Es schmeckt relativ sanft. Ich glaube, es ist schwierig auch generell, wenn du so ein Bier hast auf der Karte, wenn sich das jemand bestellt, dann bestellt er sich eigentlich, glaube ich, gefühlt was anderes. Das ist ein Bierstil, Herr, unfiltriert. 22 Bittereinheiten. Deftige Küche, Leberkäse mit Spiegelei. Ja, nicht meine Welt. Also Cottbus. Schwierig. Geschmack, also zum Verkaufen schwierig. Ja. Geschmack gefällt mir. Also ein, zwei Flaschen kann ich auch davon trinken. Ich würde drei, bei Antep glaube ich, würden wir, also ich würde sagen 3, 6. Was? Gibt's ja schon gar nicht. Okay, nehmen wir 3,75. Echt? Ja. Krass. Also mir gefällt das. Und ich würde 3,25 geben. Jetzt im Ernst? Ja. Was keine schlechte Bewertung bei mir ist, in meiner Range. Ja. Also also es ist schwierig. Also ein 3,75 ist auch schwierig für mich. Also ein 3,5 ist aber auch schlecht. So ein Mittelding dazwischen, aber. Ui! Das ist übrigens, also verkaufen hatte ich jetzt übrigens eh erledigt. Ist übrigens auch nur bis zum 5.2. haltbar, also sind wir noch kurz vor knapp rein. Und das erklärt sich auch daraus, weil es nicht mehr in Produktion ist. Und was ist der Durchschnitt? Durchschnitt ist 3,45, also genau zwischen uns beiden. 4,5, ja. Und ein Freund hat es mit 4,0 bewertet. 4,0? Der Ferdi. Der Ferdi? Also, dann sag ich mal hier, Prost auf den Ferdi. Von der Bieragentur Dortmund. Und von mir kriegt er halt trotzdem meine bereits angekündigten 3,25. Also ich bin an Ferdi dicht dran gewesen. Ferdi hat guten Geschmack übrigens, muss ich sagen. Das soll nicht heißen, dass du schlechten Geschmack hast. Aber zumindest haben wir ein Bier gehabt, was so nicht mehr produziert wird. Das wäre interessant. Warum? Vielleicht, weil das wirklich so ist, weil viele denken, dass es ein helles ist. Also da muss ich auch nochmal nachgucken, wieso, warum. Ist jetzt auf Untappd auch als Lager IPL, also India Pale Lager. Ja, aber dann darfst du nicht hell draufschreiben. Ganz einfach. Ja. So, kommen wir mal zu unseren Stuttgarter Freunden. Denen geht es ja fußballtechnisch nicht so gut. Da denke ich immer an Großkreuz. Ah ja, ja gut. Hey. Da gibt es ja noch eine Verbindung. Ja, ein Kellerpilz. Das ist jetzt eher weniger aufregend. Mhm. Aber von der Birothek Stuttgart, da hatten wir ja letztes Mal auch schon die Frankfurter Nürnberger Ausgabe. Also das ist unfiltriert, halt wie ein Kellerpilz. Schon, wie du das schon gesagt hast, 07. Könnte halt Vorwahl sein, oder ist sogar, glaube ich. Ist die Vorwahl. Hat 5,3 für den Kellerpilz. Viel für den Kellerpilz. Mir denke ich auch. Hier steht ja auch auf dem Weg ins Stadion beim Grillen mit Freunden oder einfach Sonnenschein. Ja, also auf dem Weg ins Stadion, dann müssen die sich auch ein paar Bier pfeifen bei dem, was die sich derzeit zusammenspielen. Also ich hab auch zwei Stuttgarter Fans im Freundeskreis, deswegen ich bin da jetzt gewohnt, auch mich mal aus dem Fenster zu lehnen. Übrigens ist ein Verein, was ich wirklich gerne habe eigentlich. Was? Stuttgart. Wieso? Finde ich ganz okay. Ganz bodenständig, ganz okay, nicht so arrogant. Alter, ganz bodenständig?
die wissen doch gar nicht, was sie da tun. Ja, ja, die verkaufen Spieler, die haben gute Spieler, die verkaufen die ständig und machen nichts damit. Ja, okay. Aber die haben den Gomes damals für, was weiß ich wie viel, verkauft und was haben sie nachgemacht? Nix. Ja. Deswegen sind die jetzt auch Fahrstuhlmannschaft. Das stimmt, leider. Trotzdem finde ich okay. Die sympathisch. Fußball egal, mach mal. Fußball egal, vielleicht Bier. Vielleicht können sie Bier. Apfelwein. Apfelwein ist Frankfurt. Weil vorbeifahren können wir ja in Frankfurt vorbeistehen. Halt ja. Unfiltriert? Unfiltriert, daher trüb. Schaumbildung ist halt interessant. Ja, aber ja. Solide. Riecht schon wie ein Pilz. Tja, ich trinke einfach mal. Ja, das ist halt. Das ist gut. Das kannst du wegtrinken. Das ist jetzt nicht die Krönung der Brauschöpfung, würde ich mal sagen. Da ist jetzt keine Geschmacksexplosion in irgendwelche Richtung. Das ist halt. Ein solides Bier, ein solides Kellerpilz. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man auf dem Weg zum Spiel sich einen Sechserpack da reinpfeifen kann. Oder? Das stimmt. Es hat schon. Man schmeckt schon so. Am Ende so einen leichten Bitter, dass es leicht bitter ist. Aber süffig ist es trotzdem. Also man kann sechs Verpacken reinknallen. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht die Krönung der Schöpfung, aber ich finde das halt super solide. Und ich finde die Flasche übrigens auch sehr geil. Ja. Oder auch mit diesem halt Brustring, mit der Vorwahl als Namen, finde ich schon eine schöne Sache. Auch mit dem Emblem hier. Das ist auch so ein bisschen, ich glaube, das ist das Stuttgarter Stadtwappen. Ja, genau. Und dem, da sind eigentlich so irgendwie so komische, ich weiß es nicht, was es ist, irgendwie so Pflanzen drin mit so Häkchen oder Lilien oder irgendwie. Oder, ja. Oder das sind vielleicht auch Tiere, sterilisierte, aber die haben es einfach mit Strichen ein bisschen modernisiert. Finde ich schön. Also ich persönlich würde sagen, man kann es trinken. Ja. Für vor dem Spiel und nach dem Spiel. Für vor dem Spiel und nach dem Spiel. Wir respektieren die Stuttgarter, aber. Genau, also ich gebe dem 3,5. Das ist für mich eine solide Bewertung. Da sage ich hier, da kannst du ein paar mehr von trinken. Ein paar mehr würde ich sagen, naja, aber ich würde es auch 3,5 geben. Der also, Durchschnitt hat 3,44 gegeben. 3,44 ist gut. Und zwei Freunde von mir haben es bewertet und kommen auf einen Durchschnitt von 2,75. Das war einmal der Michael und einmal der Tobe. Okay. Der Tobe, witzigerweise, hat es im Signal Iduna Park getrunken. Also sagen wir so, der hat es nicht da drin getrunken, der hat es wahrscheinlich irgendwo gekauft und mit vorne vors Stadion genommen. Okay, verkaufen die das hier in der Gegend? Interessant. Er hat es gekauft bei den Bierfreunden. Ich habe keine Ahnung. Der Tobe kommt auch mal ab und zu rum, also es kann auch sein, dass er den irgendwo mitgebracht hat. Aber interessant, dass die das halt auch so komplett anders gesehen haben. Übrigens, du weißt ja, ich habe ja Karten fürs Stadion. Ja. Ich nehme dich nicht mit, auch wenn du, weil du mich ärgern würdest, wenn wir verlieren. Und davor habe ich Aber Angst. Ihr verliert doch nicht. Ja, stimmt. Trotzdem. Wir könnten ja verlieren, weil du da bist. Vielleicht. Ich bin abergläubig. Du. Wenn du einen Bayern-Fan mit reinnimmst. Die Düsseldorfer, die mich mit reingenommen haben, ja. Die ja gegen Dortmund gewonnen haben. In Düsseldorf bin ich jetzt schon fast Maskottchen. Zwei Stadionbesuche, zwei Siege. Ja, eben drum, deshalb nehme ich ihn nicht mit. Und dazwischen, nee, genau, nicht dazwischen, und danach haben sie noch einen Sieg gemacht. Seit ich im Stadion bin, läuft das bei denen. Das ist auch der Grund, warum ich dich nicht mitnehme. Wieso, dann wird doch laufen. Das verstehst du jetzt, glaube ich, nicht. Laufen für die Gegenseite vielleicht. Nein, die Düsseldorfer haben mich nicht mitgenommen, dann lief es für die Düsseldorfer. Das ist eine relativ einfache Rechnung.
Und ich finde Dortmund ja auch gut. Das ist ja auch meine Zweitmannschaft. Hört man selbst. Ja, klar, ist ja logisch. Ihr kauft ja die ganze Mannschaft von uns auf. Ja, aber ihr kauft ja immer gerne zurück. Das ist das Schöne, ne? Wenn es nicht läuft, kannst du immer nach Dortmund zurückschicken. Opa Watzke macht das schon. Na, wir haben Hummels nicht wieder. Wir haben. Ah, der Hummels kommt auch noch. Obwohl, Hummels habt ihr zu uns geschickt. Hummels kommt von der Jugendmannschaft. Ja, aber der kommt auch wieder zurück. Ja. Nee, er bringt dir jetzt in Bayern nichts. Also. Genau, deswegen. Genau wie der Götze. Gerne zurück. So. Hier habe ich mal richtig Bock drauf. Ich auch. Der Schokobär. Schokobär. Also eine sehr gute Auszeichnung, sehr viele Awards. Ich habe schon im Internet recherchiert und bin sehr neugierig. Lange Rede, kurze Sinn, lass es probieren. Yep. Ein bisschen mehr. Er liebt ja Stout. Stout, Porter, ist genau mein Ding. 6,5. Schwarz wie die Nacht. Schaum auch, dunkel. Oh, schokoladig, richtig schokoladig. Ja, das riecht sogar ich mit meiner Zunase. Oh, Kompliment, also. Da steppt der Bär. Wäre ein witziger Spruch, steht aber auch auf der Flasche drauf. Aber so viel. Jetzt bin ich gespannt. Ey, so viel Schokoladenaroma habe ich schon bei mir. Kaffee. Auch Kaffee, Schokoladen. Boah, der ist gut. Aber eher so Bitterschokolade, ne? Ja, aber in die Richtung. Der ist gut. Außer Frage. Weißt du, also echt, ich finde Bitterschokolade eher so in die Richtung, was normal auch gar nicht mein Fall ist. Das schmeckt aber total rund. Das schmeckt passend. Also leicht so frappemäßig, würde ich auch sagen. So Kaffee, diese kalte Kaffee-Aroma. Okay. Kalte Kaffee. Also Kaffee auf jeden Fall. So Milchkaffee-mäßig. Aber schokoladig. Oh, das ist. Ich habe noch nie so ein Bier getrunken. Das ist gut. Also auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns relativ schnell einig, dass das unser Favorit von den dreien ist. Oh, der hat es wirklich super. Ups. Wirklich. Also. Also ich persönlich will es auch nicht übertreiben, ne? Also ich raste jetzt auch nicht total aus, aber das ist schon echt ein total leckeres, gutes Stout. Also ich raste aus. Also, du weißt selber, wie ich bei Stout stehe. Also ich bin, also mein dunkles Bier, so malzig, ist nicht mein Fall. Aber der ist gut, der ist wirklich gut. Und vielleicht liegt es auch gegen diese Massenbierhaltung, wie du schon gesagt hast. Veto-Massenbierhaltung. Genau. Gegen Massenbierhaltung. Also ich finde es echt gut. Wie gesagt, ich will jetzt nicht ausrasten, aber das kriegt von mir eine echt gute 4. Also ich tue mich schon schwer, wenn ich jetzt über 4 rübergeben müsste. 4,5. Also. Gefühlt würde ich sagen, auch wahrscheinlich liegst du mehr im Durchschnitt als ich. Jetzt bin ich gespannt. Ach. 4,25. Also es wird total interessant. Okay. Der Durchschnitt hat 3,58 gegeben. 3,58. 8 Bewertungen meiner Freunde. Ja. 3,69. Und ich habe das schon getrunken. Ja. Ich habe das schon bewertet mit 3,5. Wo denn? Wann denn? Im Sudhaus 13 bei Ferdi. Alter, ist das heute die Ferdi-Sendung? Der Ferdi hat das mal angeschleppt und ich habe das mit 3,5 bewertet. Ferdi! Auf dein Wohl. Das Schlimme ist, bei Ferdi wird immer, also da arbeitet man sich halt durch die Biere durch.
hat auch schon Pegelbier vorher. Da war ich, glaube ich, nicht mehr Herr meiner Sinne, denn ich würde das auf jeden Fall auf ein 4 setzen. Unglaublich. Unglaublich. Und wer hat es auch getrunken? Also logischerweise Steffen, der war mit mir beim Ferdi. Was hat der gegeben? Steffen 375. 375? Okay, mhm. Hat schon was zu sagen. Ja, diverse andere Leute. Tim, der war auch beim Ferdi mit drin. 375 auch gegeben. Hanse hat 2 gegeben. Hanse mag sowas halt einfach nicht. Ist ja genauso wie beim Weizen halt. Da gebe ich halt auch eine 2, weil ich mag ich halt nicht. Ja. Okay, dann kriegt ihr jetzt von mir eine 4. Ne? Wie gesagt, bei mir wäre das eine 4,5. Okay, nochmal scannen, weil ich mich verdrückt habe. Check-in, Foto, Kamera. Schokobär. Ach, ich meinte ja nicht umsonst gesagt, Schokobär. Ja. Er wusste es genau, dass ich darauf stehen werde. Passend zu mir, Schokobär. So. Zack. Ja, dann genieße ich mal den Schokobär. Du kippst den Schokobär weg. Ich genieße ihn jetzt nochmal. Aber wie ich schon gerade gesagt, das ist unser Favorit von den dreien. Das 0711 Kellerpilz finde ich halt total solide. Also auch ein echt gutes Bier zum Trinken. Ja, und das Bier, wie heißt es nochmal unter Kollege hier? Laboratorium Hell. Ja, gibt es eh nicht mehr. Und ist, glaube ich, eher eine Mogelpackung für mich. Im Gegensatz zu dir werde ich das jetzt noch ein bisschen genießen, in Ruhe trinken. Aber eigentlich, ja, da haben wir es, ne? Ja, also ich würde sagen, haben wir wieder ein neues Produkt, was wir bei uns im Laden. Also du listest das? Ich werde das auf jeden Fall listen. Okay, dann wirst du auch, wo er es bekommt, hier im Biercafé West, Dortmund Westpark. Der Junet hat den Bär am Start. Soll ich das auch demnächst für dich vergolden? Kannst ja wie bei Ribéry. Ja, ist aber schon Platin, ne? Ja, okay. Nee, ja, Platin kann ich ja auch machen. Ich kann das auch Platin Stückchen hier dran kleben. Ich weiß nicht, ob Platin so einfach ist, wie Gold zu machen zum Essen oder Trinken. Naja, jedenfalls, ich sag mal Prost. Prost. Und hat ja nichts mehr leider. Trotzdem, daher, lass es dir schmecken. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Thank you.